Okay. Was haben wir sonst noch? Ich soll insgesamt 8 Dekorationen aufhängen von der Wintersonnenwende. Dann. Ja, was nehmen wir denn noch großartig? Wir könnten noch mehr Kränze aufhängen. Wobei das nicht funktioniert. So, geschafft. Runder Winterteppich ist freigeschaltet worden. Und der Weihnachtsbaum. So, wunderschön. Was bringt mir der Weihnachtsbaum? Hat er wenigstens ordentlich was drauf? 340. Das ist ja mehr als die Kiste, oder was? Nee, 345. Ah, okay. Ja, die Kiste hat gerade so noch mehr. Aber der ist hübsch. Den lasse ich stehen. Jetzt ist hier Weihnachten. Wir sind ja sowieso weihnachtlich angezogen in Rot. Das passt ja perfekt. Und jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, dass wir wieder Metall rankriegen. Okay, erstmal nachproduzieren. Normale Gemüsesuppe. Nom 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 mit Spargel. 1, 2, 3, 4. So, Haferbrei haben wir noch. Brot brauchen wir einmal. Dann machen wir aus dem Rest noch Quiche. So, Fleischeintopf haben wir auch gar nicht mehr. Wir haben auch kein Fleisch mehr, also das hat sich erledigt. Marmelade können wir jetzt machen. Dafür brauchen wir Blaubeeren und Äpfel. So, was brauchen wir sonst noch? Oh Gott. Wir brauchen noch... Ja, eigentlich nur den Fleischeintopf und den können wir nicht machen. Gut, dann sind wir damit durch. Tränke haben jetzt die Schönheitscreme. Dafür brauchen wir Torf und 2x Lavendel. Das heißt, auch Lavendel wird immer wichtiger. Jetzt werden wir Alchemist der Schönheit hier. Das reiße ich jetzt mal ab und kaufe lieber noch ein neues Regal. So, da machen wir dann das rauf und die Marmelade. Okay, als nächstes... Ja, was machen wir als nächstes? Jetzt können wir Stahl verkraften. Messer haben wir noch. Schaufel kann ich nicht produzieren, weil wir keine Kohle haben. Jetzt gucke ich erstmal, ob wir Kohle haben. Ja, haben wir. Torf muss ich auch nachkaufen. Oh, komm, dann kaufen wir gleich einen Schwung Eisen. Also gut. 1, 2, 3, 4. Damit ist die Kohle schon mal weg. Hammer. So, dann die Zangen. Nägel. Dann die Mistgabeln. Das sind 6. Eins fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Hufeisen. Ah, dafür brauche ich wieder Eisen. Eisentorf und Kohle. Alles ist alle. Eisen, Torf und Kohle. So, und was wir zusätzlich machen, ist noch einen Kranz abreißen. Kiste stelle ich jetzt einfach mal hier unter. Funktioniert nicht. Da muss die woanders stehen. Dann steht die jetzt hier bei dem Tannenbaum. So, das ist jetzt die Geschenkekiste. Kaufen. Da kommt das nächste hin. So, und da machen wir noch Kohle mit drauf. Und was war das andere? Die Schaufel. Genau. Okay, Metallwaren haben wir wieder. Als nächstes müssen wir uns noch um die Klamotten kümmern.
Das heißt, wir brauchen noch zwei Hemden. Wir brauchen Handschuhe einmal. Wir brauchen einmal Holzschuhe. Nee, zweimal. Wir brauchen die Stiefel zweimal. Wir brauchen die Hose zweimal. Gut. Und ich glaube, den haben wir alles soweit angeschafft. Das heißt, wir brauchen wieder nur die ganz normalen Ressourcen. Oh, hier ist alles so vollgestellt. Verdammt. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Banditen. Ja, natürlich. Warum nicht? Warum nicht? Ah, eine absolute Katastrophe hier. Das heißt, auch Eisen wird wieder Mangelware sein. Es ist gut, dass wir vorher schon ein bisschen Eisen gekauft haben. Plop, plop. Plop. Okay, und Nägel gehen wieder raus. Ja, wir haben immer noch das Turnier, ne? Von daher ist es schon wichtig. Und ich habe schon wieder keine Äxte mehr. Boah, Leute. Dafür brauche ich sowieso Stahl, kein Eisen, das passt. Okay. Ach, Leute, was macht ihr mit mir? Ich meine, schön, dass ihr einkauft. Ich danke euch vielmals. 1300 brauchen wir. Wir sind schon bei 1900. Das ist alles gut und wir haben noch 5 Tage Zeit. Wir werden natürlich auch zwischendurch nochmal das Spiel beenden, kurz vor Ende, damit ihr dann wenigstens ein ordentliches Enderlebnis habt. Torf, Marmelade, Schuhe, Äpfel. Gibt nicht wirklich viel, was ich kaufen würde. Oh, guck mal, jemand hat die Marmelade gekauft. Das freut mich aber. Das freut mich wirklich. Denn die haben wir extra für euch fertig gemacht. Und jetzt machen wir noch ein paar Hufeisen fertig. Auch extra für euch. Unglaublich, was hier alles gekauft wird. Wenn ich jetzt noch Eisen hätte, wäre alles super. Oh. Könnte nicht mal ein Händler kommen, der richtig viel Eisen ganz günstig anbietet? Kommt zumindest noch einer, aber ich glaube nicht, dass der uns günstig Eisen anbieten wird. Stahl. Stahl ist okay. Torf brauche ich auch unbedingt. Nehmen wir jetzt auch mal 16. Wolle machen wir voll. Eisen. Teures Eisen. Sehr teures Eisen. Nicht gut. Leder. Ist mir auch egal. Ich könnte dran. Ich meine, der Profit ist da. Kaufen wir ein paar Hammer. Können wir dann einfach so rausschmeißen und dann ist gut. Brauchen wir die nicht selber produzieren. Ja, ich wusste, dass die jetzt kommen und irgendwas haben wollen. Komm, dann kaufen wir nochmal einen Schwung Eisen. Ich gehe schon mal runter und mache eine Forke fertig. So, Eisen und Holz ist aus. Nix geht mehr, meine Lieben. Ich habe auch nichts im Vorrat geschafft dadurch. Ich habe kein Getreide. Ist bestellt und kommt. Warten Sie einfach ganz kurz. Ihre Ware ist gleich bei Ihnen. Bitteschön. Tschüss. So, jetzt können wir in Ruhe nachproduzieren. Wenn auch nicht viel.
Oh. Für die letzte Woche machen wir es dann so, dass ich das Spiel einmal beende und neu starte, damit dann auch die Lags wieder weg sind. So, aber jetzt erst einmal alles ernten. Alles, was wir hier brauchen. Wir brauchen alles. Bohnen brauche ich nicht mehr. Wir brauchen aber wieder Lavendel. Wie sieht's aus mit Kamille? Tränke werden jetzt nicht so häufig genommen, aber ich werde trotzdem einmal Kamille mit einpflanzen. Wir haben Blaubeeren nicht mehr viele. Dann kommen wir zu Getreide. Wir haben zusätzlich Spargel nötig. Und Kartoffeln. Gehen noch. Ich habe kein Fleisch mehr. Immer noch nicht. Wo bleibt das Fleisch? Das missfällt mir jetzt ein wenig. Das finde ich nicht schön. Na gut, dann müssen wir eben so noch mal Stiefelchen fertig machen. Nummer 1 und Nummer 2, alles gut. Das ist alles schon mal komplett fertig. Dann kommen wir hier zu bei der Schmiede. Oje, 1, 2, 3. Jede Menge blauer Nägel. Lecker. Dann haben wir die Mistgabel. Das Messer haben wir noch. Schaufel haben wir. Äxte fehlen. Eine verkaufen wir für 53. Das ist schon nicht wenig. Dann brauchen wir nur noch unsere Hufeisen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben alles wieder aufgefüllt. Was für ein Gefühl. Wie sieht's mit Essen aus? Essen haben wir soweit alles bis auf Fleischeintopf und da fehlt uns Fleisch. Gut. Das heißt, wir hoffen jetzt, dass jemand mit Holz, mit Eisen, mit Fleisch und mit allem drum und dran kommt. Oh. Ich glaube, ich muss mal die Tastatur näher ranholen. So langsam kriege ich einen Krampf in der linken, im linken Arm. Alles runtergefallen. Ah, schon besser. Auch wenn es noch ein bisschen laggt, aber das kriegen wir hin. Okay, eine Schaufel wurde wieder verkauft. Also offensichtlich kaufen die immer noch sehr viele Eisenwaren. Das ist natürlich nicht schön, aber da müssen wir durch. Kohle kaufe ich jetzt nochmal nach. Holz, endlich Holz. Holzschuhe sind auch nicht mehr viele da, deswegen nehme ich gleich 26. Spargel brauchen wir nicht. Salbei nehmen wir einmal. Alraune einmal. Nehmen zweimal, ich muss noch ein paar Tränke herstellen. Äxte können wir hier kaufen in Gelb. Was bitte ist denn Gelb? Ich glaube, das ist die beste Axt, die man jemals haben kann. Die wird für 69 verkauft. Wollt ihr mich veralbern? Und der Apfel, allein damit machen wir richtig viel Profit. Okay. Eisen ist mir zu teuer. Aber das mit dem Apfel ist ja genial. Das ist der schönste Apfel, den es gibt. Ich habe immer gedacht, Orange wäre das höchste, aber Gold ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es das erst ab Level 30. Wobei ich ja das Achievement schon mit Level 30 habe. Ich habe es wahrscheinlich vergessen. Ich habe keine Ahnung. Denn es gibt auch Achievements dafür, dass man beispielsweise bei der Attraktivität Level 30 erreicht oder bei dem ganz normalen Level. Und wir haben ja schon einiges mehr hergestellt, deswegen waren wir da eigentlich schon mal. Nee, bei ihm wollte ich einkaufen. Hast du denn jetzt Eisen dabei? Nein, hast du nicht. Warum auch? Mann, ärger mich doch nicht so.
Leinen los. Artischocken brauche ich nicht. Hufeisen, ja. Kaufe ich zwei. Es fehlt immer noch das ein oder andere, weil uns halt Eisen fehlt. Das ist die größte Katastrophe, dass hier keiner mehr mit Eisen kommt. Und ich weigere mich, so viel am Tresen nochmal einzukaufen. Oh, Schaufel. Ja, ich laufe. Ach, wenn man einmal nicht aufpasst, dann wollen sie was. So, einen ganzen Schwung Eisen. Und Fleisch. Aber das ist sauteuer. Ich kaufe nur viermal Fleisch. Schmeißen wir nämlich einmal hier rein, machen zweimal Fleisch Eintopf. Okay, dann haben wir nämlich noch einmal Fleisch übrig, haben noch zweimal Fleisch Eintopf in der Hinterhand, falls jemand das kauft. Hervorragend. Ja, Messer ist alle. Ich hab's gesehen. Ich konnte keins reinschmeißen ins Regal. Oh nein. Warte, geht sofort los. Wie die immer gespannt warten, dass der dicke alte Mann da zur Schmiede geht und erstmal alles fertig zimmert. Wisst ihr was? Die Schmiede steht doch hier rum. Benutzt sie doch einfach. So, bitteschön. Dem kaufen wir gleich an. Ich muss mal kurz gucken. Nägel fehlen noch. Ja, wir können gleich nochmal nachproduzieren. Ist kein Problem. Äpfel sind da. Hufeisen sind im Angebot, aber nicht besonders günstig. Ach, Getreide. Hat er das super Getreide? Ja, bis wir so weit sind, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das selber herstellen können. Nee, dann... Boah, das Fleisch geht gar nicht. Leder ist auch nicht gerade günstig. Ich brauche auch kein super hyper mega Eisen. Wozu? Geh weg. Wir werden jetzt erstmal einiges nachproduzieren müssen. Geht nicht anders. Er hat sich gerade das Messer schnabuliert, das ich gerade hergestellt habe. Oh Mann, ey. Komm, geht alle raus. Tschüss. Ich muss jetzt einmal ganz kurz nachproduzieren, ansonsten bin ich traurig. Bin ich ein ganz trauriger Mensch. Und dann haben wir erstmal einen Scheißer. Braucht mal Stahl. Mach die Tür zu. Worauf wartet ihr? Ist doch eh keiner mehr da. Ja, die Tage werden natürlich immer länger, weil immer mehr Leute hier durch müssen. Das könnte aber auch an den Lags liegen. Ist das einfach bloß alles verzögert. So, dankeschön dafür. Dann machen wir jetzt erstmal die Messerchen. Dann brauchen wir Schaufeln. Wir brauchen die Zangen. Nägel. Wir brauchen noch einmal Hufeisen. Und eigentlich noch ein Hammer. Dann sind wir, glaube ich, mit allem soweit durch, ne? Oder fehlt noch was? Die Axt fehlt noch. Ah, verdammt. Jetzt habe ich doch wieder kein Torf mehr. So, erstmal alles auffüllen. Was fehlt? Wir haben schon ewig keine Tränke mehr produziert, weil das auch nie sein musste, aber jetzt so langsam wird es mal wieder Zeit. Nein! Der schöne, teure Apfel. Ach Mensch, was macht ihr denn?
Da will man sich beeilen und macht nur Mist. Verdammt, noch eins. Ah, passiert. Endlich, wir haben wieder Getreide. Juhu! Gleich wieder einpflanzen. Nein, nicht entfernen. Alles gut. Und gleich noch einmal. So, den Rest gießen und nochmal durchgucken. Bohnen. Nein. Lavendel. Ja. Gießen. Kamille. Nein. Artischocken. Ja. Da ist schon was drin. Kartoffeln. Kartoffeln. Einmal. Ja. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Das kauft ja keiner irgendwie Essen. Die kaufen ja alle im Moment bloß irgendwelche Schmiedewaren. Was mir überhaupt keinen Profit einbringt aktuell, weil kein Eisen da ist. Oh, Handschuhe sind komplett leer. Siehst du, gut, dass wir nochmal nachproduzieren. Handschuhhersteller haben wir jetzt auch errungen. Schmiedewaren sind durch. Essen. Könnten wir höchstens noch Quiche fertig machen. Aber da brauchen wir auch bald wieder Käse. Und wir benutzen mal die Bohnen. Gut. Okay. Wir haben keine Blaubeeren mehr, deswegen verkneife ich mir den Rest, aber Tränke muss ich noch machen, ansonsten sind die irgendwann leer. Okay. So, dann kommt die Schönheitscreme. Gut, dass wir so viel Lavendel angepflanzt haben. Die Liebestränke sind noch vollständig und würden auch Äpfel benötigen. Machen wir bloß einen. Die Salbe ist noch okay. Irgendwas fehlt mir noch. Ach, der Hustensaft. Ausgerechnet mit Blaubeeren. Na gut, geht nicht anders. So, speichern. Also, meine Lieben, wir haben sehr viel erreicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann kümmern wir uns darum, die letzte Woche auch noch hinzubekommen. Ich werde jetzt das Spiel noch einmal beenden. Wir versuchen, den Arbeitsspeicher damit zu entlasten. Und natürlich dann die letzte Woche lagfrei aufzunehmen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Part. Bis gleich bei Winkeltje.